Also das Reisen hat sehr viel Spaß gemacht und es war stressig immer wieder, so viel den Ort zu wechseln, aber ich habe einen ganz guten Mode gefunden, mich darauf einfach einzulassen und dann ja, sich so treiben zu lassen. Es wird ja alles für einen organisiert letztendlich. Also ich hatte ja vor meinem freiwilligen sozialen Jahr wenig Kontakt mit neuer Musik und jetzt seit September eben mehr. Aber ich fand auch das Programm auf dieser Reise sehr interessant. Also sehr unterschiedlich auch, gerade weil es ja auch viele verschiedene Sänger und Instrumentalisten dabei waren. Und ja, die Stücke irgendwie alle was für sich hatten. Ich hatte das Gefühl, aber ja, das ging generell die Studenten an, dass die freier sind in dem, was sie wollen. Also, dass die mehr klar haben, was sie wollen und auch die Möglichkeit haben, das tatsächlich auch umzusetzen. Und da habe ich das Gefühl, dass es in Deutschland eher so ist, dass es gut ist zu wissen, was man will, aber auch nicht zu viel. Und ob man das dann so machen kann, ist dann auch noch wieder eine andere Frage. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass irgendwie eine größere Freiheit da ist. Also es war ja nach den Konzerten auch immer so, dass wenn man das mal so beobachtet hat, dass sich ganz viele kleine Grüppchen gebildet haben und die Zuschauer irgendwie mit den Musikern in Kontakt gekommen sind, ins Gespräch gekommen sind. Und ja, dass da irgendwie ganz viel angeregt wurde. Musikalisch war es natürlich eine Herausforderung, also die ganze Zeit die eigene Stimme auch mitzunehmen. Da muss man ja immer noch ein Auge drauf haben. Also die Cellisten müssen immer auf ihr Cello aufpassen, dass es einen Platz bekommt. Und als Sänger muss man immer gucken, dass die Stimme irgendwie noch da ist. Deswegen muss man das jetzt erstmal irgendwie auf sich wirken lassen und nochmal realisieren, was eigentlich in den letzten Tagen alles passiert ist.